So, da sind wir in meiner Lieblingsschrauberwerkstatt. Wir hatten ja beim letzten Mal das Unpacking-Video der Ölablassschraube veröffentlicht. Und heute machen wir ein neues Unpacking-Video. Und zwar unpacken wir heute das Öl aus dem Roller. Wir haben hier schon mal ein paar Dinge vorbereitet. Wir haben die alte Ölablassschraube schon mal ein bisschen lose gemacht. Wir haben einen Behälter unten untergebracht, wo wir das ausgepackte Altöl quasi auffangen können. Ja, und jetzt werde ich mal versuchen, wie das geht. Es wird ein Kracher, Leute. Echt, ich mache das zum ersten Mal, aber wünscht mir Glück. Wie man das so in den Live-Videos halt eben hat, ist die Technik immer das, was als erstes versagt. Wir haben es also tatsächlich geschafft, wenn wir mal hier einmal drunter schauen. Da liegt die Schraube, da liegt die, ja, was ist denn das? Eine Feder. Wieso liegt da eine Feder von einem Kugelschreiber? Egal. Also Öl ist unpackt, ja. Meine Finger sind auch wieder sauber und jetzt werden wir mal schauen, dass wir die neue Schraube A da reinkriegen. Vorher die Schraube reinkriegen und nachher, wenn die Schraube drauf ist, das neue Öl auch auspacken und auch wieder reinsetzen. Ich glaube, das war der richtige Weg so, ne? Er macht so, alles gut. So, dann wollen wir mal weiterschauen. So, jetzt haben wir die Feder, quasi nicht vom Kugelschreiber, sondern eine Feder von der Ölablassschraube. Das ist die neue Ölablassschraube. Die Feder. Dann haben wir ein Ölsieb. Sieht aus wie Penisring, aber gut, ein kleiner Penisring. Die kommt so rein und dieses Teil wird oben drauf gesteckt. Ja, und das wollen wir jetzt einfach mal wieder verschrauben, wie auch immer das funktionieren soll. Aber wir werden es sehen. So, wo wir jetzt einmal schön am Auspacken sind, packen wir das nächste auch aus. Und zwar das Öl erstmal aus dem Helmfach. Eiku original verpackt, haben wir so bekommen. Jetzt hat mein Drehbuchautor, der hat also jetzt gesagt, was ich so machen muss. Also ich soll zuallererst die Öldose aufdrehen. Das sollte eigentlich relativ einfach geschehen. Jawohl. So. Oh, hartnäckiges Zeug. Scheint gutes Öl zu sein. Der Schraubverschluss wird teuer. So. Schau mal, kann man das hier sehen, bitte? Da ist das Öl drin noch. Und das packen wir jetzt auch einmal aus. Und zwar in diesen schicken Trichter. Trichter, Trichter. Und los geht's. Als wenn ich nie was anderes gemacht hätte, oder? Ich bekomme gerade ein Zeichen von der Regie, ich soll langsam kippen. Wenn der Tank voll ist, läuft er nämlich über, habe ich gehört. Der läuft aber echt gemächlich hier, du. Oh, guck mal hier. Ja, das sollte erstmal reichen. Jetzt müssen wir irgendein Bullenauge gucken oder ein Ochsenauge, wo denn drin stehen soll, wie viel Öl drin ist und wie viel Öl ich denn da noch zukippen muss oder auch nicht. Und keiner weiß warum. Und deswegen gucken wir jetzt erstmal, wo dieses Ochsenauge ist.